Und das sogar fünfmal. Aber schauen wir mal rüber zu Anastasia Kuzmina aus der Slowakei. Oh, stark. Stark. Und schnell. Ja, ja. So, das war Biathlon in Perfektion. Nicht nur die erste sehr schnelle Laufrunde, sondern auch dieses Schießen. Durchgezogen, 5 Treffer gelandet. Vergangenen Jahr war sie 7. im Weltcup und führt jetzt hier bei diesem ersten Einzel mit 13,3 Sekunden nach dem ersten liegenden Schießen. Gabriela Sokolova. Eine der Überraschungen der vergangenen Saison. Mit ihren ersten Weltcup-Siegen gleich 4 an der Zahl. Und auch hier kommt sie gut rein in dieses erste Rennen. Anastasia Kuzmina sehen wir hier. Laura Dahlmeier schießt parallel. Haben wir ein Auge drauf. Vielleicht haben sie es beobachtet. Slowakin, wie schnell und geschmeidig sie das Gewehr vom Rücken genommen hat. Sokolova, und hinten haben wir auch Berger schon gesehen, die in den Schießstand läuft. Na, die letzte, die mag nicht fallen. Guter Angangszeit. Ja, in Ordnung, absolut in Ordnung. Kuzmina, jetzt schau hin, wieder ja, null. Ja, liegen, ja. Schießen kann sie. Ja, absolut. Die zwei werden ihr wehtun, die im stehenden Anschlag nicht fallen wollten. Dritter Platz also für Anastasia Kuzmina. Die mischt mit hier. Sokolova, auch schon wieder da. Ja. Und oben Tora Berger. Wieder fallen nicht alle 5 Scheiben bei der Norwegerin. Da wird sie richtig unzufrieden sein heute, wie wir sie kennen. Ja, da wird sie heute nicht gewinnen. Nein, nicht wirklich, nein. Schade, das meinen wir gar nicht hämisch. Nein, ach. Gabriela Sokolova. Drittes Schießen, 2. Fehler. Für die sympathische Dame aus Tschechien, eines der Gesichter der vergangenen Saison. Und Anastasia Kuzmina, sie hat es jetzt in der Hand. Schauen Sie, die Zeit ist super. Schneller Rhythmus. Schnell ist sie und jawohl. Ja. Wird sie, sehen wir hier die erste Siegerin dieses Jahres in einem Einzelrennen. Und sie hier ist alles in allem bestens zurechtgekommen. 2 Fehler beim ersten stehenden Schießen. Gabriela Sokolova. Die auch noch ein Wörtchen mitreden, braucht die Null. Die Sekunden. Aber sie schafft's. Oh, ja, ja, ja. Sie schafft's. Jetzt sehen wir Kuzmina. Kuzmina, die geführt hat nach der letzten Zwischenzeit. Also spannendes Auftaktrennen, dieses Einzel hier in Östersund geht gleich richtig gut los in diese Saison. Da sind doch einige Athletinnen, die vorne mitmischen können. Auch mit Scardino, mit Lechter, durchaus mal andere Namen. Anastasia Kuzmina übernimmt hier deutlich die Führung, 37 Sekunden vor Eckhoff. Und die Weißrussin Scardino damit auf dem 3. Rang. Gabriela Sokolova geht stark hier hoch. Das geht um den Sieg. Angetrieben. Jetzt ist sie vorbei. Ja, ja, 0,5. Ihr Vorsprung. Tolle Renneinteilung, offensichtlich.
Ja, und jetzt in die Hocke. Ganz klein machen. Schlittschuhschritt um die Kurve. Kosmina im Ziel. Ja, die sieht das Ganze natürlich dort oben auf der Leinwand. Da bleibt sie auch stehen und beobachtet das. Na, hakt sie es schon ab. So, jetzt. Ah, und hier im Gefühl, alles. Den Sieg hier schaffen zu können. Gibt sie alles. Rechts anfahren, rechts anfahren. Ja, sie drückt sich darum. Kommt rum, besser wie rechts nach innen schießen. Hat man mehr Schwung. 24 Jahre alt, Gabriela Sukalova. Mutter, eine ehemalige Langläuferin. Vater, Biathlon-Trainer. Also, sie hat es in die Wiege gelegt bekommen. Im letzten Jahr ging ihr großer Stern auf und hier setzt sie gleich wieder an. Mit 1,2 Sekunden landet sie am Ende vor Anastasia Kuzmina und geht hier nach ganz starkem Rennen und toller Vorstellung zunächst in Führung.